Wir haben in der Vergangenheit immer wieder kandidiert. Wir haben immer wieder das Feigenblatt gespielt für ein Wahlgesetz, das höchst undemokratisch ist. Wenn wir von den Wahlen, von den Landtagswahlen 2013 ausgehen, mit den Prozentsätzen, die damals unsere Parteien alle gemacht haben, dann ist es unter ferner Liefen, dass die Freiheitliche Partei auch nur einen Sitz hier ergattern würde. Und Sie wissen ganz genau, dass wir seit Jahrzehnten gegen diese Wahlgesetze prozessieren. Wir haben damals, bereits 1995, haben unsere Vorgänger, Pius Leitner und Siegfried Brucker, ausgemerkt, haben sie uns auch über Sachs gehört, das geheißen, liebe Freiheitliche, kandidiert es nicht, aber wenn wir gewählt sind, dann werden wir uns dafür einsetzen, dass wieder ein Verhältniswahlkreis, ein einziger Südtiroler Wahlkreis zustande kommt. Was ist passiert? Das Gegenteil ist der Fall. Also wo der Wahlkreis aber glauben Sie wirklich, wenn wir eine Hürde von 10% hätten und dann ein Vertreter der deutschsprachigen Opposition nach Rom käme, dass dieser die Autonomie weniger verteidigen würde als wir Ihre PD-Kandidaten? Das glauben Sie doch selber nicht. Da geht es nicht um Parteien, sondern in erster Linie, dass wir die Vertretung der Minderheit gewährleisten. Den Alleinanspruch auf die Vertretung der Minderheit. Aber Sie tun es so aus, weil dann hätten Sie sich auch dafür eingesetzt, dass auch diese Hürde gesenkt wird, damit auch andere eine Chance haben, vor allem von der deutschen Opposition. So wird es uns natürlich schwierig gemacht. Jetzt regen Sie sich auf, wenn wir nicht kandidieren. Die Leute merken das, sehen jetzt, was das für ein Wahlgesetz ist. Um uns soll das Parlament tanzen und wir machen nicht mal 1% dieses Parlaments aus. Aus dieser besonderen Situation heraus ist es wichtig, dass die Südtiroler Parlamentarier neutral sind, dass wir uns nicht bei einer nationalen Partei anlehnen. Ihr macht es dauernd mit dem PD, das geht nicht gut. Wenn morgen Mitte rechts gewinnen sollte, von dem Sie jetzt ja schon so sehr warnen. Ich hoffe. Das hoffe ich auch nicht für Sie, weil wo stehen denn Ihre Bündnispartner und so weiter? Dass wir eine sichere Finanzbestimmung haben Sie für unser Land. Sie brauchen uns Freiheitlichen wirklich nicht sagen, dass wir nicht froh wären über Kompetenzen. Ja, wir sind die Ersten im Landtag, das wissen Sie aus Ihrer Arbeit. Unsere Landtagsfraktion unterstützt alles, was in Richtung Kompetenzen für Südtirol geht. Da müssen Sie bei Ihren Partnern vom PD mehr nachschauen. Gut. Also das brauchen wir uns nicht anhören. Wo bleiben die großen autonomiepolitischen Brocken? Ich erinnere mich noch an die Vollautonomie, was geheißen hat, Landespolizei, was geheißen hat, eine Sportautonomie bis hin zur Steuerhoheit. Wir reden hier von Peanuts, von Brosamen, die der PD einem so übrig lassen. Ich persönlich wähle ja im Wahlkreis West. Ich kann also die Ex-Frau vom Zeller wählen. Ich kann Ihnen eins schon sagen, Volkspartei werde ich nicht wählen.